Es gibt mindestens 3 gute Gründe, den Bass beim Abmischen deiner Musik parallel zu bearbeiten. Und die klingen geradezu wie Zitate aus einem Mix-Lehrbuch. Erstens, der Bass soll stabil im Mix stehen. Zweitens, er soll fett sein. Und drittens, er soll auf allen Abspielsystemen gut zu hören sein. 3 gute Gründe also, dir mal 3 verschiedene Varianten zu zeigen, wie du deinen Bass im Mix parallel bearbeiten kannst. Mindestens aber auch 1 guter Grund, dich vor einer ernsthaften Nebenwirkung zu warnen. Das alles in diesem Video. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog. Und wenn du neu hier sein solltest und ab sofort kein Video wie dieses hier mehr verpassen möchtest, dann wie immer mein Rat an dieser Stelle, dann nicht einfach nur auf den Abo-Knopf zum Abonnieren klicken, sondern vor allem bei der Benachrichtigungsglocke daneben auch auf alle klicken. Denn nur dann sagt dir YouTube auch wirklich Bescheid, wenn es hier auf dem Kanal was Neues gibt. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal für deine Unterstützung, aber auch für dein Interesse, denn das bedeutet mir persönlich wirklich sehr, sehr viel. Wenn du in deinem Mix zum Bass kommst, also den Bass, der Bass steht an für den Mix, dann stellen sich oft verschiedene Fragen, wie man den Bassmix am besten angehen soll. Soll ich den Bass möglichst roh lassen oder soll ich ihn komprimieren? Und wenn ja, wie stark soll ich ihn komprimieren? Soll ich mit einem Verstärker-Plugin arbeiten oder vielleicht sogar alles zusammen machen? Zusammen kann im Prinzip eine sehr gute Idee sein, aber warum dann nicht parallel? Dann musst du das Ganze nämlich nicht auf einem einzelnen Kanalzug machen und kannst dir so dann später den perfekten Basssound zusammenmischen. Das soll jetzt keine Einladung sein, den Bass überzuprozessieren oder zu viele Plugins auf den Bass einzusetzen, denn gerade beim Bass gilt oft, weniger ist mehr. Wenn du nämlich im Mix nach einer unendlichen Plugin-Orgie mit deinem Bass immer noch unzufrieden sein solltest, dann probier doch mal Folgendes aus. Mach doch einfach mal alle Plugins aus und schieb einfach den Fader vom Bass mal 3-4 dB nach oben. Das kann dann schon wirklich Wunder wirken, auch wenn es gerade nach noch so viel Arbeit im Bass wirklich frustrierend sein kann. Aber wenn du verschiedene Aspekte vom Basssound gezielt bearbeiten möchtest, dann ist parallele Bearbeitung auf mehreren nebeneinander liegenden Spuren durchaus eine gute Idee. So kannst du zum Beispiel für ein stabileres Low-End nur den Bassbereich bearbeiten. Du kannst für mehr Durchsetzungskraft auch auf kleineren Abhören Saturation einsetzen oder du kannst mit einer Verstärkersimulation, also mit einer Amp-Nachbildung in einem Plugin, einfach ein bisschen mehr Charakter in deinen Basssound rein. Bekommen. Alle 3 Beispiele schauen wir uns gleich und hören wir uns gleich dann nochmal in der Session an und ich zeige dir drüben dann vor allem auch noch, was dabei wirklich so richtig schief gehen kann, aber keine Angst, ich zeige dir natürlich auch, wie du den Fehler ganz leicht beheben kannst. Das alles drüben in der Session und wenn dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, dann zeig es mir über einen Daumen nach oben, bing, und wenn es dir weiterhilft, auch bing. Und wir gehen jetzt mal rüber in die Session. Los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wie du sehen kannst, habe ich hier auch einen schönen Mix schon mal aufgemacht. Das ist mein persönlicher Mix der aktuellen Spuren des Monats im Recording-Blog Premium-Bereich. Der Song Flaute von Gnadenbrot. Und wenn du den auch mal mischen möchtest, dann kannst du das gerne als Premium-Mitglied tun. Alles, was du dazu wissen musst, findest du hier oben mal verlinkt. In dem Link kannst du mal drauf gucken und dich darüber informieren, ob das vielleicht für dich auch in Frage kommt, demnächst noch mehr zu trainieren, mischen zu lernen und das Ganze nicht alleine, sondern mit der Recording-Blog-Familie im Premium-Bereich. Aber jetzt hören wir erstmal rein, der Bass ist komplett unbearbeitet. Hören wir mal rein, wie der Mix aktuell klingt. Und dann ist Flaute im Pazifik der Gefühle. Gestern brach die Welle noch so hoch herein. Heute könnte es schon die letzte sein. Diese See ist ein ausgepufftes Luder. Du hörst schon, der Bass ist eigentlich schon ziemlich gut, aber wir wollen ja heute mal als Beispiel hier rangehen, um den Bass damit parallel zu bearbeiten. Und das zeige ich dir jetzt auch mal. Was wir für eine Parallelbearbeitung als erstes natürlich brauchen, ist eine parallele Spur, ganz einfach. Dazu gehen wir erstmal hier auf unseren Bass, dann markiere ich mal die Spur, die ich hier habe. Die heißt im Moment Bass unbearbeitet und da wird jetzt mit einem Rechtsklick drauf geklickt und hier in Logic muss ich dann wählen, neue Spur mit gleichen Einstellungen. Früher hieß das Spur duplizieren, deswegen heißt es auch hier noch Kommando D, wie das in deiner DAW wie heißt, wirst du sicherlich auch herausfinden. Meistens kommt man mit einem Rechtsklick auf die Spur dann schon so weit, dass man genau das machen kann, was ich jetzt hier auch mache, nämlich die Spur einfach mal duplizieren, also verdoppeln. Jetzt ist der Inhalt noch nicht drauf gelandet, das heißt, ich markiere hier mal kurz den kompletten Inhalt von der Bassspur, der hier eigentlich notwendig wäre und kopiere den bei gehaltener Alt-Taste mal nach unten und jetzt habe ich 2 identische Spuren. 2 Spuren, die parallel liegen, das heißt, auf beiden ist der gleiche Bass. Wenn ich jetzt abspielen würde, wäre der Bass eigentlich nur doppelt so laut, weil wir noch keine Bearbeitung gemacht haben und so weiter und so fort. Die beiden Spuren habe ich geroutet auf eine Bass-Bus, wie du hier sehen kannst. Direkt daneben liegt der Bus, der heißt Bass komplett.
Und im Ausgang hier von den beiden Spuren siehst du, dass die beide auf Bus 2 gehen und dementsprechend dann auf diesem Bus zusammengefügt werden. Und das würde ich dir auch empfehlen, dass du dann die Spuren, die du parallel bearbeitest, nochmal auf einem separaten Bus zusammenfasst und da vielleicht dann nochmal zusammen weiter bearbeiten kannst. Erster Trick für die parallele Bearbeitung wäre jetzt zum Beispiel mit einem Verstärker-Plugin zu arbeiten. Normalerweise werden Bässe über DI-Boxen aufgenommen werden, dann sind sie einfach trocken ins Pult reingespielt worden, haben also zwar ihren Sound, aber wenig Charakter. Wenn du jetzt also Charakter dazu fügen möchtest, dann kannst du mit einem Bassverstärker-Plugin arbeiten. Ich nehme hier zum Beispiel jetzt einfach mal eine Nachbildung vom, ich habe ihn hier im Rack stehen, vom Sans Amp. Das ist der TSE BOD Version 2, kostenloses Plugin. Link findest du unten in der Videobeschreibung zu diesem Plugin. Und damit kann man jetzt im Prinzip diesen Sans Amp ein bisschen nachbilden. In Pro Tools ist das schon als Plugin mit eingebaut und hier kannst du das separat mit einem kostenlosen Plugin nachrüsten. Und mit dem können wir jetzt diesen Sound mal ein bisschen verbiegen. Das heißt, ich stelle mal die parallele Bassspur, stelle ich jetzt mal hier auf Solo und wir hören mal, was passiert, wenn wir das Plugin anhaben und mal ein bisschen justieren. Ein bisschen lauter erstmal machen. Und jetzt Drive reindrehen. Richtig, Verzerrung. Verzerrung sorgt dafür, dass sich der Bass dann auch auf kleineren Boxensystemen zum Beispiel gut durchsetzen kann. Da kann man auch Saturation Tools zum Beispiel für nehmen oder Verzerrungs-Plugins, die vielleicht genau das machen. Der Decapitator von der Plugin Alliance, von Sound Toys ist es genau richtig. Der Decapitator, den kann man dafür nutzen. Und jedes andere Verzerrungs-Plugin auch. Ich habe jetzt hier das eingebaut in dieses Plugin. Wir drehen noch mal ein bisschen rum. Ich drehe mal den Bass raus. Wird der Bass eher dünn, mehr Höhen rein. Presence. So. Quality stelle ich hier noch auf High. Und jetzt siehst du hier die Einstellung. Und alleine klingt der Bass ja jetzt nicht wirklich cool, ne? Aber dadurch, dass wir ja parallel arbeiten, können wir jetzt entscheiden, wie viel wir von diesem parallel erzeugten Sound jetzt hinzufügen wollen und unserem Bass jetzt einfach mal Charakter hinzufügen. Das heißt, ich schiebe jetzt mal den Regler runter. Wir nehmen den zweiten Bass-Sound hinzu und ich schiebe den jetzt einfach mal zum Original hinzu. Mal gucken. So zum Beispiel. Das ganze Mix. Ist ein ausgepufftes Luder, ohne Fahrt. Ich dreh mal höher. Immer schneller, immer weiter. Irgendwann ist aus. Akku leer auf dem Radar. Und so siehst du, dass du im Mix selber nochmal justieren kannst. Wenn man die Spur solo abhört, würde man vielleicht weniger reindrehen und im Mix kann man dann entscheiden, wie viel Charakter man dazugeben möchte. Aber ein schönes Ding auf jeden Fall, indem man parallel einfach die Originalspur, also die Originalspur unbearbeitet lässt und parallel dann so richtig zuschlägt und das Ganze dann einfach so nach Geschmack hinzumischt, um den Sound nochmal ein bisschen zu formen. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, dann kannst du natürlich auch deinen Bass aufteilen in zwei verschiedene Frequenzbereiche. Einmal in den tieffrequenten Bereich und einmal in den höherfrequenten Bereich. Dazu musst du einfach nur auf diesen beiden Spuren, die du hast, einen Equalizer reinladen. Ich nehme jetzt mal den Pro EQ, der Channel EQ, der bei Logic mitgeliefert ist. Pro EQ heißt er bei Studio One. Und sage ihm jetzt einfach mal, dass er auf der ersten Spur, dass er da mit einem Hi-Cut, also die Höhen abschneidet quasi, mit einem Hi-Cut hier, den wir mal aktivieren. Und den stellen wir mal auf 100 Hertz ein. Das heißt, auf der ersten Spur haben wir im Prinzip alles, was unterhalb von 100 Hertz stattfindet. Nur der tieffrequente Bereich. Das klingt dann wie folgt nach der Bearbeitung. Also wirklich nur der tieffrequente Anteil, alles was oberhalb von 100 Hertz ist, ist hier nicht zu finden. Und auf der parallelen Spur nehmen wir jetzt einfach den gleichen Equalizer, stellen den aber anders ein. Das heißt, hier machen wir den High Cut aus und machen stattdessen einen Low Cut und schneiden jetzt mit dem gleichen Filter, auch mit der gleichen Filtergüte, 24 dB pro Oktave, schneiden wir jetzt einfach mal 100 Hertz, alles unterhalb von 100 Hertz weg. Das heißt, wir haben jetzt einmal den Bereich ober und einmal unterhalb von 100 Hertz und beide zusammen sollten eigentlich wieder nach ganz normalem Bass klingen. Aktivieren wir die mal. Tieffrequent.
hochfrequent. Ne? Also alles oberhalb 100 Hertz. Ne? Eigentlich kommen dann noch die Tiefmitten ab 100 Hertz, so bis 250 Hertz. Aber dann nur, dass es grob aufgeteilt ist. Und jetzt können wir beide parallel bearbeiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel dein Low-End, wenn dir das nicht rund genug oder stabil genug ist, dann kannst du einfach auf dem tieffrequenten Bereich, den benennen wir jetzt nochmal um, damit wir nicht durcheinander kommen, den nennen wir mal Bass-Low und Bass-High, damit wir dann wirklich nicht durcheinander kommen. Bass High, können wir jetzt hier auf dem Bass Low zum Beispiel einen Kompressor einsetzen und mit dem Kompressor da durchaus das Low End, also die tiefen Frequenzen, so stark in ihrer Dynamik einschränken, dass der Bass wirklich stabil stehen bleibt. Ich nehme dafür gerne den MV2 von Waves, weil der ist wirklich der einfachste Kompressor der Welt. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, kann ich dir oben auch mal einblenden. Das heißt, der einfachste Kompressor der Welt. Und hier kann man einfach den oberen Bereich, also die lauten Töne, komprimieren und die leisen Töne anheben. Das sind die beiden Regler, die man hier hat. Also einmal Low Level, dann hebt man die leisen Teile an. Low Level kann man die lauten Teile absenken ein bisschen und in der Dynamik einschränken. Und so sorgt man dafür, dass wenn ich den jetzt so einstelle, also jetzt nur aus dem Blickwinkel heraus einstelle, dass das Low-End jetzt plötzlich sehr stabil steht und das klingt dann wie folgt. Und du hörst schon, dass der Bass jetzt wirklich ganz stabil seine Position hält. Also alles unterhalb von 100 Hertz ist ganz stabil zusammenkomprimiert mit dem Kompressor. Und da geht es auch gar nicht um den Sound des Kompressors, es geht nur um die Funktion, weil der soll das Low-End im Zaum halten und dazu jetzt den hochfrequenten Anteil wieder dazu gemischt. Und jetzt kannst du mit dem Low-Regler dann noch regeln, wie viel Bass du tatsächlich in deinem Mix drin haben willst. Das können wir auch mal kurz machen. Wir machen das kurz mal im Mix selber. Und dann ist Flaute im Pazifik der Gefühle. Gestern brach die Welle noch so hoch herein. Heute könnte schon die letzte sein. Diese See ist ein... Und du merkst, im Mix funktioniert es dann wunderbar. Der hochfrequente Bereich ist nicht bearbeitet und auch nicht komprimiert, aber der tieffrequente Bereich hält stabil seinen Platz und damit hast du einen stabilen, fetten Bass hingekriegt mit paralleler Bearbeitung. Ganz einfach. Jetzt kannst du natürlich noch durchdrehen und kannst das Ganze noch auf die Spitze treiben. Wir haben jetzt den tief- und den hochfrequenten Bereich voneinander getrennt. Jetzt kann man zum Beispiel den hochfrequenten Bereich auch noch separat bearbeiten, weil da kann man ja auch durchaus was machen. Warum soll der unbearbeitet bleiben? Und kann dann hier zum Beispiel auf dem Kanalzug Bass High, den wir ja gerade gemacht haben, jetzt zum Beispiel wieder einen Verzerrer draufladen. Da könnten wir jetzt zum Beispiel einen Distortion draufladen, der dann eben nur Verzerrungen für den höheren höherfrequenten Anteil vom Bass macht, also den Tiefbassbereich unbeschädigt lässt, in Anführungszeichen, sondern nur die hochfrequenten Anteile verzerrt und damit dann wieder dafür sorgt, dass unser Bass durchsetzungsfähig wird, ohne dass Einschränkungen jetzt im Low-End stattfinden. Und wir können ja mal hier reindrehen, ein bisschen Verzerrung. So, ne, das ist das Plugin von Logic, was hier mitgeliefert ist, einfach das Distortion-Plugin. Pegel runternehmen ein bisschen, damit wir das angleichen können. Mal kurz vergleichen. Ah, wird schon deutlich lauter. Wir können auch hier die Level-Kompensation anmachen. Und das mit unserem Low-End zusammen. Oder du kannst jetzt noch weiter gehen und kannst diese Spur, die wir gerade schon erzeugt haben, die Hive-Spur, kannst du nochmal duplizieren. Mache ich mal mit der rechten Maustaste nochmal drauf. Neue Spur mit gleichen Einstellungen. Kopiere wieder den kompletten Inhalt hier rüber. Und habe dann eine dritte Spur, auf der ich nochmal weitergehen kann, auf der ich jetzt zum Beispiel, muss ich mal kurz den Distortion runternehmen kann, auf der ich jetzt zum Beispiel mit einem Chorus arbeiten kann. Das heißt, ich kann alles oberhalb von 100 Hertz zum Beispiel noch ein bisschen breiter im Stereo-Panorama verteilen, ohne dafür zu sorgen, dass der tieffrequente Bereich jetzt auch ins Stereo rutscht. Denn der tieffrequente Bereich unterhalb von 100 Hertz sollte möglichst mono in der Mitte stattfinden. Aber alles darüber kann man ja durchaus mit einem Chorus oder mit einem Modulationseffekt deiner Wahl bearbeiten. Machen wir auch mal kurz. Wir nehmen dann hier den Effekt, dass der aus der Monospur dann jetzt einen Stereo-Sound macht. Also Mono zu Stereo wird gewählt. Und jetzt machen wir unseren Sound mal hier richtig schön breit. Mal gucken, wie das klingt. Bisschen lauter. Drehen wir den Mix mal auf 100%. Wir sind ja parallel. Du merkst, wie der Sound anfängt zu schwimmen und ins Stereo-Panorama wandert. Mit den anderen beiden zusammen.
und das Ganze dann im Mix dann auch nach Geschmack hinzumischen, wie es dir halt am besten gefällt. Und damit haben wir schon drei verschiedene Varianten, fast schon vier Varianten geschaut, die oder gehört vor allem, wie man seinen Bass parallel bearbeiten kann, pimpen kann und dafür sorgen kann, dass man ein stabiles Low-End hat, dass man ihn gut auf kleinen Boxen hören kann, durch die Saturation zum Beispiel, auch nur im oberen Frequenzbereich, wie man ihn breiter machen kann mit Modulationen. Du kannst total ausflippen, du kannst da machen, was du möchtest. Hauptsache, der Bass klingt dann am Ende des Tages genau so fett und rund, wie du es haben möchtest in deinem Mix. Aber Achtung, da ist eine kleine Stolperfalle dabei. Wenn du zum Beispiel wie ich, mach mal dieses Spuren hier aus, die wir jetzt gerade erzeugt haben, wenn du wie ich den Bass so bearbeitet hast, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Ich habe nämlich vorher natürlich den Mix auch schon einmal angelegt und habe da meinen Bass gemixt. Und wie du hier siehst, habe ich auf der einen Spur einen Ampeg draufgeladen, also einen Verstärker-Plugin draufgeladen, und die zweite Spur habe ich unbearbeitet gelassen und habe jetzt hier eigentlich nur für den Charakter auf der einen Spur den Ampeg draufgeladen. Die klingt mit dem Ampeg-Plugin, das kann ich dir auch mal zeigen, wie das aussieht hier. B15N ist das, eine Nachbildung von dem Röhrenverstärker, und die klingt mit dem Amp so eingestellt wie folgt. Verzerrung, wenig Bässe, mitten im Prinzip das, was ich brauchte, um die zweite Spur anzureichern. Zusammen klingen die beiden wie folgt. Und genau hier ist jetzt der Fehler passiert, nicht mir passiert, sondern in der Software tatsächlich passiert. Denn was kann passieren, wenn man zwei Spuren parallel bearbeitet? Man kann in der Phase verrutschen. Das heißt, bei einem der beiden Signale kann sich durch die Bearbeitung, durch eine Latenz im Plugin oder sonstiges, kann die Phase verrutschen. Also gerade im Bassbereich können da Auslöschungen passieren, wenn man mal ein Plugin draufpackt, das vielleicht nicht sauber kompensiert ist in der Latenz. Und dann passiert genau das, was wir hier gerade gehört haben. Der Bass ist eigentlich cool, aber er ist nicht so richtig fett. Mit anderen Worten, wenn du nach der ganzen Parallelbearbeitung plötzlich den Eindruck hast, mein Bass klingt zwar cool, aber er ist nicht rund untenrum, kann es sein, dass bei einem der parallelen Kanäle oder auch bei mehreren die Phase verrutscht ist, und dann hilft ein Plugin, mit dem du ganz einfach mal eben in deinem Kanalzug die Phase drehen kannst. Bei mir ist das Gain-Plugin hier, bei Logic ist das mitgeliefert. Und da gibt es hier diesen Phase-Invert-Schalter, mit dem man einfach mal kurz die Phase umdrehen kann. Und dann passiert Folgendes, wenn ich das jetzt aktiviere. Nochmal aus. Und du siehst, sobald ich die Phase bei dem einen von den beiden Kanälen gedreht habe, ist das Fund wieder da, der Bass wirkt rund und voll und macht im Prinzip genau das, was er soll. Das heißt, bei der Parallelbearbeitung auf jeden Fall darauf achten, dass keine Phasenprobleme passieren. Nicht, dass du sie verhindern könntest, aber zumindest, dass du sie identifizieren kannst, und wenn dein Bass dann eben nicht rund und fett klingt untenrum, dann einfach mal bei einem Kanal herauskriegen, ob da die Phasendrehung tatsächlich zum Ergebnis führt, dass der Bass dann wieder rund und fett klingt. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Dreh nicht komplett durch. Wie gesagt, weniger ist meistens mehr beim Bass, und schreib doch gerne mal unten in die Kommentare rein, wie du deinen Bass bearbeitest, wenn du da richtig am Start bist. Und ich bin sehr gespannt, ob ich da vielleicht die ein oder andere Inspiration von dir auch noch lernen kann, um meinen Bass ein bisschen größer, fetter oder stabiler gestalten zu können. Viel Spaß dabei, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut und Yassou!